liebe Community und herzlich willkommen zu diesem kleinen Angezockt von Rollercoaster Tycoon Classic. Ja, ihr Lieben, ja, wir haben es früher alle gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht so der Rollercoaster Tycoon Extremzocker. Ich war mehr so Theme Park, das ist ja sogar noch ein bisschen älter. Grundsätzlich ist das Spiel jetzt rausgekommen von Atari, ist so eine Mischung aus mehreren Teilen, ist natürlich sehr auf Retro getrimmt, sieht gut aus. Viele von euch haben mich darum gebeten, so ein kleines Angezockt zu machen, damit ihr einen Eindruck bekommt. Wenn man das so sieht, das ist jetzt so der Startbildschirm, wie das läuft, dann ja, denkt man so, oh, Augenkrebs und so weiter. Naja, es ist halt Retro. Man neigt dazu, das alles ein bisschen zu idealisieren, ne? So, früher war eh alles besser und so weiter. Ihr seht, dass es ein bisschen hakt, ihr Lieben. Das liegt nicht daran, dass das Spiel hakt, sondern das zu capturen ist halt ein bisschen problematisch. Ich benutze dafür Reflektor 2 und das ist ein bisschen hakelig teilweise. Das war bei Mario schon so. Verzeiht das bitte, gerade jetzt so bei schnellen Bewegungen und so weiter. Was wollte ich sagen? Ja, man neigt dazu, irgendwie alles zu idealisieren, zu sagen, ja, früher war alles besser und das war viel toller als heute und so weiter. So, ich mache das mal aus, weil das Gehake mir auf den Sack geht. Fakt ist, wenn man jetzt dieses Spiel zum Beispiel mit dem aktuellen Markenprimus vergleicht, das wäre, glaube ich, eindeutig Planet Coaster aktuell, stinkt es natürlich ab, ne? Weil Planet Coaster all das kann, was dieses Spiel auch kann, das aber in sehr viel besserer Grafik und mit sehr viel mehr individuellen Möglichkeiten, Dinge einzubringen oder von der Community bauen zu lassen und so weiter, ja. Aber das ist genau der Punkt. Das zu vergleichen wäre einfach nicht fair, weil das eine halt irgendwie ein Retro-Mobile-Game ist und das andere irgendwie so das neueste, beste, hast du nicht gesehen, für den PC. Und gerade wenn man so unterwegs ist und so weiter, macht dieses Spiel echt Sinn. Es ist sehr, sehr gut. Ich finde, es ist vor allen Dingen mega gut umgesetzt. Es ist sehr bedienungsfreundlich. Es gibt zwar ein oder zwei Macken, die werde ich euch gleich zeigen, aber ja, das lässt sich verschmerzen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier mal meinen gespeicherten Park euch zeige, das ist der erste Park, den ich gebaut habe. Seht ihr, da geht richtig Luzi ab, ne? So, kann man das sehen. Aber auch hier habe ich einige Fehler gemacht. Ja, das Haken nervt ein bisschen, ihr Lieben, aber ich kann es halt nicht ändern, ne? Das liegt an der Software. Also hier auf dem iPad läuft das wirklich komplett ruckelfrei und gut. Also hier kommt man rein. Hier links die Wolke, das sind irgendwelche Getränke und Burgerbuden und so weiter. Das ganz, wenn ihr das jetzt gerade in der Mitte, das blaue, das Gebäude mit dem blauen I drüber, ist ein Informationszentrum. Es läuft so wie bei Theme Park und wie bei allen Spielen, die man so kennt, dass man quasi erstmal Sachen entwickeln muss, und also erstmal bauen muss und forschen muss, um neue Sachen dazu zu bekommen. Ansonsten haben wir immer Eingänge und so weiter. Ihr seht hier zum Beispiel bei diesem, das war mein allererstes Karussell, diese Krake oder wie man das nennt. Da seht ihr, da habe ich einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Und da habe ich nämlich keine Anstellreihe gebaut. Das hakt aber wirklich extrem heute. Keine Ahnung, woran das liegt, ihr Lieben. Seht ihr, und deshalb läuft das auch nicht so gut, das Karussell, weil man sich da nicht anstellen kann. Ne? Ich kann das jetzt hier mal schön drehen. Ich habe jetzt keinen Mauszeiger, leider, um euch das zu zeigen. Ne? Aber ihr seht, das Ding, das Karussell, das dreht sich jetzt. Und das Häuschen mit dem spitzen Dach, das ist quasi der Eingang. Für den Ausgang ist das scheißegal, glaube ich. Aber wenn ihr mal das andere Karussell, hier diese Schaukel euch anschaut, ne, da stehen Leute halt massiv an. So. Von daher muss man gerade bei Karussells, heißt es Karussells oder Karussellen? Karussells, glaube ich, heißt es. Die beliebt sind, muss man halt eine große husten. Eine lange Anstellschlange bauen. Naja, und das habe ich hier, ich habe auch schon versucht, das zu retuschieren, beziehungsweise das zu verbessern, aber du kannst, zumindest habe ich es noch nicht rausgekriegt, die Gebäude leider nicht drehen. Vielleicht geht das irgendwie. Also das meine ich halt so mit Kleinigkeiten, die nicht so schlau sind. Ja? Es ist auch ein bisschen problematisch, diese Anstellschlangen zu bauen, dass die irgendwie miteinander verbunden sind. Aber das sind alles Kleinigkeiten, finde ich persönlich. Ja, wie gesagt, also ich bin ganz begeistert. Es gibt ja auch eine Menge Einstellungssachen, Sachen, die man sich angucken kann. Statistiken, Zusammenfassung, hier, schaut mal, hier in den Monaten, am Ende des Jahres habe ich halt massiv Verlust gemacht, einfach weil ich viel, viel gebaut habe. Und hier schon im April, März, seht ihr, jetzt geht es irgendwie ins Positive. Mein Park läuft ganz gut. Ansonsten, hier,
Ich bin halt Svenio, ne? Ich fahr halt euren Park gegen die Wand. So. Aber hier seht, das ist der Wert des Parks. Mein Gewinn. Ja, ja. Hier kann man auch Marketingkampagnen, das kennen wir alles auch aus anderen Theme Parks spielen. Ansonsten hier die Besucher, man kann Leute einstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Handwerker und einen Mechaniker eingestellt. Man kann auch Sicherheitspersonal und Entertainer. Aber das Spiel ist nicht so leicht, wie man denkt. Also es ist halt wirklich kein Sandbox-Spiel, wo man einfach alles rausballern kann und es läuft. Man muss hier ein bisschen wirtschaften, ja, das geht gar nicht anders. So, ansonsten haben wir hier noch die verschiedenen Attraktionen. Natürlich bei meinem Twist warten 0 Personen, weil man nicht drauf warten kann. Aber warum wartet denn keiner im Spukhaus? Habe ich neu gebaut. Doch, die warten hier. Das ist das Spukhaus. Man hat gerade für so ein Retro-Spiel erstaunlich viele Möglichkeiten, Dinge zu bauen. Ja? Ah, Riesenrad ist ausgefallen. Jetzt müsste eigentlich mal ein Mechaniker hier angerannt kommen. Wo ist er? So, wo ist er? Man kann es noch irgendwie einblenden. Wie war denn das nochmal? Irgendwie konnte man das einblenden, dass man ihn dann sieht, wo er jetzt gerade läuft. Ah ja, hier. Ups. Ich kann ihn auch umbenennen, ich kann ihn auch Klaus nennen. Ne? Er ist jetzt gerade unterwegs und repariert das Riesenrad, da kommt er. Also ist wirklich ganz schön gemacht. Es ist ein bisschen unübersichtlich wegen der Pixelgrafik, muss man sagen. Ja, ja, ansonsten, so große Sachen habe ich noch nicht gebaut. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Achterbahn oder so, dafür habe ich einfach zu wenig Kohle, ja, wenn man es jetzt mal anguckt. Also keine Ahnung, hier, was ist das momentan in der Entwicklung? Ah ja, das ist das Forschungsding, ne? Kannst dir selber aussuchen, wie viel du da reinsteckst aktuell. Jetzt wird gerade, das passiert eigentlich komplett automatisiert. Da gibt es eine Grundeinstellung, ne? Ich habe jetzt aktuell 200.000 pro Monat. Das kann man, glaube ich, auch irgendwie vergrößern. Kann man sagen. Höchstfinanzierung. Ach so, okay. Ja, kann man auch genau sagen, was erforscht werden soll. Also, es ist echt gut gemacht. So, ansonsten hat man hier, wenn ich jetzt hier so eine, das sind die Läden, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, aufregende Fahrten, neue Achterbahn, wenn ich jetzt hier sowas bauen will, ne? Dann kann ich das entweder selber bauen oder kann mir vorgefertigte Dinge aussuchen. Ne? Und ich habe jetzt 2200 Pfund, nee, Euro. Und das nette Ding, der Black Panther, würde einfach mal 10.000 kosten. Kann ich mir also gar nicht leisten. Ne? Der kostet 7.000, ist auch ganz schick. Und ich glaube, es ist auch echt anstrengend und nervig, das hier selber zu bauen. Ne? Das ist halt schon ein bisschen schwierig mit der Eingabe und so. Muss man einfach so sagen. Also gibt es verschiedene Preisklassen. 4, das hätte ich mir fast bauen können. Holla die Waldfee, Jellyfish. Naja, das werde ich dann in künftigen Tutorials machen. Oder Tutorials nicht, Szenarien. Es ist so, dass man eine Karte einfach spielt. Man hat so ein Ziel, so ein Quest, den man erreichen muss. Bei mir war das irgendwie so und so viel Besucher und so viel Marktwert. Das habe ich geschafft. Hab aber, wenn ich Bock habe, schaut mal, eine riesige Map. Ja, also so riesig ist sie jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man die Grenzen noch irgendwie erweitern kann. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Das mal grundsätzlich dazu. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Sagen verlassen. Diese Phase mit einer Wüste besitzt nur eine Achterbahn, hat aber genug Platz für Erweiterungen. Wollen wir das einfach mal spielen? Wir spielen das einfach mal zusammen, damit ihr auch seht, wie das Ganze läuft. So. Ich finde, die Achterbahnen sind mal sehr groß und unübersichtlich. So, wo ist denn überhaupt der Eingang des Parks? Ah ja, ist auch schon auf. Ja, die gehen erstmal einen Kilometer irgendwie. Super, krass. Aber wenigstens ist hier eine schöne lange Schlange. In diesem Fall ist das Gebäude mit dem, ja hier, wo sie reinkommen, ist halt der Eingang. Ja, die Achterbahn sehen nicht so schick aus. Ja, eine Wüste, super. Man kann hier natürlich auch das Gelände ein bisschen bearbeiten, aber die Frage ist, wollen wir das? So, ich würde sagen, das ist jetzt so im Dingsstil. Aber es ist nicht so, also man kann natürlich sehr viel Humbug bauen, ne? Bäume, hier Brunnen, Figuren, Blumenbeete, Zäune. Ich bin ja nicht so der Designer, glaube ich, ne? Aber ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, ich baue hier mal, so, ich möchte gerne Lichter bauen. So, aber jetzt hat man nicht diesen Effekt, den man zum Beispiel bei Planet Coaster hat, dass es irgendwann mal Nacht wird oder so und dass die dann wirklich an sind. Von daher frage ich mich immer, warum eigentlich? Also warum soll ich das bauen? Weil es wahrscheinlich den Park aufwertet. So, jetzt machen wir mal Folgendes und fangen mal irgendwie mit Buden an.
Weil ich finde das immer ganz schön, so im Eingang. Habe ich natürlich alles wieder noch nicht. Fruchteisstand, Burgerbar, Getränkestand, Toiletten. Ist natürlich die Frage, ne? Wo baut man die Toiletten hin? Toiletten im Eingang, ja, gerade wenn man so am Anfang ein bisschen was isst. Ich habe ja immer erforscht, relativ schnell so ein Informationszentrum, zumindest bei einem anderen so. Und das würde ich dann gerne irgendwie so dahin stellen. Pass auf, wir machen jetzt erstmal hier Fruchteis. Fruchteis geht immer, Leute. So, das machen wir hier. Hier hin. Ne, wohin? So, bauen. So, vielleicht. So, Fruchteis. Machen wir die volle Dröhnung. Pass auf, so, bauen. Muss man auch hier über die Fahne aktivieren, dass es offen ist. Zum Glück kümmert sich das Spiel selber um Nachschub und so weiter. Das habe ich ja wirklich so derbe gehasst an Theme Park, dass man das alles selber gucken musste. So, Burgerbude. Aufmachen natürlich. So. Und was zu trinken. So. Das heißt, sie haben alles, was sie brauchen. Jetzt können wir natürlich noch eine Toilette gleich daneben bauen. Macht vielleicht sogar Sinn. So. Bauen. So. Ja. Hammer, oder? Was ich für ein krasser Designer bin, da kann man mal sehen, ey. Achso, muss ich alles aufmachen, oder? Das ist auf. Getränke auf. Ob der alte Salztrick auch hier funktioniert? Kann man auch alles übrigens einstellen, ne? Glaube ich. Ne, man kann nur den Preis festlegen. Boah, geht der Scheiß mal weg. So. Ne, man kann nur den Preis festlegen. Gleicher Preis überall im Park, okay? Oh, der ist schon miese gemacht. Sehr gut. Läuft. So, ach, die Toilette müssen wir auch aufmachen. So, jetzt machen wir natürlich, wir sind noch schlau und sind ja auch ein bisschen durch, durch Planet Coaster ein bisschen eingestellt. Weil da gibt es ja immer die Beschwerden, oh, zu viel Müll im Park. Das heißt, wir bauen Abfalleimer ordentlich. Zack, 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 zack. Das heißt, die Leute können ihren Scheiß wegschmeißen. Ja, Hammer Eingang, oder, Stevenio? So, man könnte jetzt natürlich noch hier ordentlich auf die Kacke hauen. Man könnte jetzt noch sagen, hier, ich mach das jetzt hier noch richtig schön. Ja, ich baue jetzt noch derbe Blumen. So die schönsten Blumen für alle. So, pass mal auf, hier. Oh, geht nicht. Okay, machen wir sie da. Oh, oh, dazwischen, so, schau mal. Oh. Pass mal auf, dann können wir noch hier so einen dicken. Wo ist er? Nee, wo war der? Wo war er? Hier, pass auf, pass auf, pass auf. So einen dicken Elefanten dahin mal. Pass mal. Oh, oh, toll. Ja, Hammer. Können wir so einen See da in die Mitte machen. Also, ne, da sind natürlich eurer Fantasie alle Freiheiten. Also, es sieht nicht so geil aus. Soll es ja auch eigentlich nicht. Aber es geht auf jeden Fall die Post ab. So, das ist mein Eingangsbereich. Forschung läuft nebenbei. Ja. Ist das da Müll? Nee. So, also, die Leute geben ordentlich Cash aus. Hier im Eingangsbereich, sehr schön. Vielleicht bauen wir... Ist das Kotze da? Das ist Kotze, schaut mal. Da in der Mitte, seht ihr das? Das heißt, wir nehmen vielleicht jetzt hier so einen Handwerker. Hier, warte mal, das Mechaniker, Handwerker. Handwerker ist der, pass auf, einstellen. So. Ne, wie tue ich ihn da rein? Scheiße. Habe ich ihn eingestellt? Handwerker 2? What the fuck? Ich will keine 2. So. Fegt Fußweg. Sehr gut. Beim Gehen. Ja, wo ist denn der jetzt eigentlich? So, da sehen wir ihn. Da hinten, er macht alles sauber. Gut. Hier irgendwo muss er sein. Ja, da. Der Herr in dem roten Overall. Sehr schön. Also, das heißt, jetzt wird hier auch Erbrochenes weggemacht. Diese Palmen, ne? Naja. So, ja, toller Anfangsbereich. Man hat ja auch hier wirklich genug Platz. Schaut mal. Können natürlich die Pyramiden bauen. 8 Millionen. Wir brauchen auch keine Achterbahn bauen. Wir haben ja eine Achterbahn. Die müssen aber echt weiter verlatschen, die armen Schweine, ne? Alter Schwede. Naja. Dann würde ich sagen, bauen wir auf dem Weg nochmal irgendwie so irgendwas anderes. Was ist das? Miniatur.
Turban. Essen. Baumstammkanal. Was, wie kann man da auch so... Oh, 5000. Komm, oder? Nein. Wisst ihr, warum nicht? Weil ich dann nicht so gut zeigen kann, was ich euch eigentlich zeigen will. Wie man nämlich so... Ist noch nicht so viel da, ne? Holzachterbahn ist ja langweilig. Hier, pass mal auf. Was machen wir denn hier mit? Sowas ist doch schön. Spiralgleitbahn. Oh. Karussell. Das ist ja wirklich zum Einschlafen, ne? So, dann wieder hier Twist. Kennt ihr ja noch von dem anderen Ding. So, ich will euch das nur einmal eben zeigen, ja? So, das heißt, ich baue das jetzt irgendwo hin. Ich habe hier genug Platz. Von daher, also wichtig ist halt, dass man genug Platz hat. So, ich baue das jetzt mal hier hin. Für den Eingang und Ausgang. So. Für den Eingang. Scheiße. So. Muss ich jetzt irgendwas wählen? So. Seht ihr, das meine ich halt, ne? Vielleicht kann man das irgendwie machen, dass man das drehen kann. Aber ich meine, das ist echt so ein bisschen nervig. Ja, also ich würde es jetzt gerne nach rechts drehen, das Ganze. Vielleicht hier mit? Ne, seht ihr, das hat überhaupt keinen Einfluss. Also du kannst aus irgendeinem Grund, kannst du das nicht drehen. Ich kann jetzt immer sagen, ich möchte es dahin haben, das ist der Eingang. So, aber ja, okay, ich baue jetzt den Eingang hier hin und baue jetzt einen schönen... Warte, übrigens, das kann man auch als Brücke bauen, das finde ich richtig gut, die Idee. So, kann ich auch sagen, ich will hier irgendwas Schönes, aber ist mir ja scheißegal. So, und jetzt, pass auf, jetzt kommt nämlich der Punkt. So, ich möchte das dahin bauen, ja, jetzt geht's ohne Probleme. Schaut mal, was für ein krasser Typ ich bin, ey. Nein. So. Weil normalerweise ist es nämlich so, dass diese Schlange irgendwie nicht sich verbindet richtig. Das heißt, das sind so abgeschnittene Dinger. Das war immer so ein bisschen problematisch. So, dann baue ich jetzt noch den Ausgang. So, den baue ich hier hin. Auch da ist wieder ein Problem, seht ihr? Jetzt gehen die Leute nach... So. Ne, ich würde jetzt gerne so machen, dass sie einen langen Ausgang haben, aber das geht hier wieder nicht. Das ist ein bisschen meh. So, machen wir hier noch eine schöne Warteschlange bzw. einen schönen Ausgang. So. So, und dann muss man das Ganze natürlich noch aktivieren. Testlauf. Pff. So. Und schon gehen die Leute los. Voll geil, oder? So, und dann machen wir noch so ein bisschen... Oh, was machen wir denn hier noch so? Bäume. Oh, oh, oh. So, pass auf, machen wir hier so ein derbes Krokodil hin. Ha, Krokodil. Auch das kann man nicht drehen. Das finde ich alles ein bisschen blöde, wenn ich ehrlich sein darf. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, pass auf. Oh, machen wir noch so ein Einhorn. Oh, oh. Hammer, oder? Völlig. So, hier noch ein bisschen... Oh, ist das schon aus, ey. Wahnsinn. Krömer. Du, echt. Also. Können wir noch hin machen? Was haben wir denn da? Das Krokodil. Noch eine Ente. Könnte man jetzt auch die Ente noch hier... Oh ja, könnte. Gut, dann machen wir hier noch ein Eichhörnchen. Alter. Das ist ja hier, toll. Schau, oh, kannst du richtig... Pass auf, hier machen wir noch so ein Wasser. Geht nicht. Weil die Bäume da im Weg sind. Müssen wir noch einen schönen Baum haben. Machen wir ein Herzchen. Hammer. Oder? Da möchte man doch direkt einsteigen mit dem Einhornpferd. Ja, lädt nicht so ab aktuell. So, dann muss ich natürlich auch einen Handwerker einstellen. Ist ja klar, beziehungsweise Mechaniker. Ort auswählen. Da ist er. Der Theodor. Da kommt er. Gut. So, aber... Ich sag's mal so, es ist noch ein bisschen Platz im Park, ne? Es ist noch ein bisschen Platz. So. Können wir natürlich auch gleich... Ah, guck mal, schau mal, hier ist wieder Kotze. Seht ihr? Wo ist denn der feine Herr... Oh, guck. Neues Szenario verfügbar. Klassisches römisches Reich. Was ist das? Das möchte ich jetzt gerne mal hier sehen. Wo ist das römische Reich? Ach, das ist wahrscheinlich irgendwie für eine Achterbahn, wa? Was heißt denn Szenario? Oder ist es irgendwie... das weiß ich jetzt nicht, liebe Community. Vielleicht ist das auch irgendwie sowas. Beete. Fußwege. Ah ja, schaut, das ist das. Klasse. Schaut mal. Wollen wir hier gleich rum daneben? Machen wir, oder? Kann ein bisschen rauszoomen, ja. Hallo. Oh!
du kannst Kolosseum bauen. Crazy. War ich übrigens drin im Sommer. Hallo. So, wir haben das Kolosseum gebaut. Was ist los, ey, in der Wüste? Hammer. So, und dann kann man sich die Statistiken angucken. Ja, viel Geld investiert. Aber der Parkwert ist gesunken. Ne, Schaubild Finanzen. So, Parkwert, bam. So. Voll cool. Jetzt könnte man natürlich hier rechts davon noch irgendwie so ein bisschen... Das kann man alles verschönern. Ich wollte euch auch eigentlich nur mal so einen groben Einblick vermitteln, wie das Ganze so abläuft. Ja, und dann hat man Ziele, die man erreichen muss. Und so, ich speichere den Park jetzt mal eben. So, speichern. Kann dann einfach rausgehen. Ja, wie gesagt, Ladezeiten sind absolut okay. Und so kann ich eigentlich an meinen Parks rumbasteln und so weiter. Hier das Plus sind wahrscheinlich dann noch DLCs oder sind das andere Spiele. Wacky World Erweiterungspaket. Ja. Toolkit auch. Kostet wahrscheinlich alles, ne? Ja. Ein Editor, dass du eigene Sachen bauen kannst. Also auch hier kann man Erweiterungen. Ja, und ansonsten könnt ihr euch an dem Park so lange austoben, wie ihr wollt. Könnt einfach bauen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht aufhören, wenn das Ziel erreicht ist und könnt euch richtig austoben, immer neue Sachen freischalten und was man in so einem Park halt so macht, ihr Lieben. Ne? Und ich muss echt sagen, dass ich die App überragend umgesetzt finde. Es macht großen Spaß, von daher für mich eine dicke Kaufempfehlung. Das Spiel kostet, glaube ich, 6 Euro oder 7, 6 oder 7. Das ist aber auch wert, also weil man kann sich darin verlieren. Und ja, also wenn ich unterwegs bin und Langeweile habe, genauso wie Mario Run, macht das absolut Sinn, das zu spielen. Bei Mario Run ist halt das große Problem, dass du eine Internetverbindung brauchst. Die brauchst du hier nicht. Das heißt, du kannst einfach irgendwie auf einer langen Zugfahrt oder so einen Park bauen. Und wenn ich zu Hause am Rechner sitze, würde ich sagen, dass irgendwie Planet Coaster das bessere Spiel ist. Aber für alle Retro-Fans und gerade wenn man mal unterwegs ist, ich habe es jetzt auf dem iPad gespielt, ich weiß nicht, wie gut das auf dem Handy zum Beispiel spielbar ist, keine Ahnung. Trotzdem eine dicke Kaufempfehlung, mir hat es bisher echt Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch ein bisschen gereicht für einen ersten Eindruck, ob das Richtige ist oder nicht. Ansonsten, ihr Lieben, wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend alle. Da haben wir nämlich eine große Show bei uns im Just Network auf Twitch. Und da geht es auch um Theme Parks. Da wird nämlich der Pape in Planet Coaster das Winter Wonderland nachbauen müssen. Und wenn er das nicht ordentlich macht, wird er am Ende eine Pape-Wette nachholen müssen, retromäßig. Also auch unsere morgige Sendung steht ganz im Zeichen der Themenparks. Und man kann unglaublich geile und viele Preise gewinnen. Schaltet morgen ein ab 20 Uhr. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt durch dieses kleine, angezockten ersten Eindruck bekommen, ob es das Richtige ist für euch oder nicht. Guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen. Und bis die Tage, euer Stevenio. Ciao, ciao! It's all about the bumps in your heart.